So, da kann keine Materie durch, da kann ich nicht durch. Da oben ist wieder so eine Sicherung. I read you, Skylar. Xander is hurting bad. We could really use your help. I can't get to you. I'm outnumbered and outgunned. We're under attack by the Wild Boys. Wild Boys? What are they doing this far out from the rim? And why are they attacking a Skyrig mine? There's plenty of easier targets. They know we're protected by the Sky Police. Something doesn't add up here. Where are you now? Shaft 2. But I can't get through. The Wild Boys are using door jammers. There's a maintenance terminal nearby. Install a rock blaster and a G-lifter. That'll do the job. All right, rock blaster. Got it. John, get us out of here. I promise. Just hang in there. Over and out. Also, ich hoffe, ihr kriegt die englische Übersetzung einigermaßen mit. Die ist ja wunderbar. Das gibt's ja hier in der deutschen gar nicht so. Kommt das rüber? Also nicht die englische Übersetzung, sondern den englischen Original. Und dann wollen wir mal gucken, wo wir einen Rockblaster herbekommen. So, Sicherung heißt, hier drüben kann ich jetzt hoch. Ah ja, die kann ich nicht mitnehmen. Okay. Okay, okay. Dann geht's hier lang. Und ich kann anscheinend meinen G-Lifter hier, meine Waffe, weiter aufrüsten. Da bin ich mal gespannt, wo. Ah ja, hier brauche ich eine Sicherung? Wozu brauche ich die? Komme ich hier nicht einfach durch? Nee, ich komme nicht durch. Okay. Das heißt, ich muss die Sicherung von da unten irgendwie hier hochkriegen. Wie schaffe ich das denn? Ich kriege die ja nicht hier... Boah, muss ich die da oben durchschießen? Wollen wir mal gucken. Also. Kann ich die hier durchschießen? Nein! Komm schon. Warum nicht? Ah ja, geht doch. Okay. Dann nehmen wir die mit. Auf unseren... Ach, jetzt kriege ich sie da wieder nicht durch. Na sicher, na sicher. Ich kriege die aber hier durch, oder? Kriege ich die da durch? Ja. Gut. Das reicht nicht. So. Jetzt ist die Tür auf. Gut. Wildboy. Und ich bin nicht bewaffnet. Aha, ich habe ihn mit einer Sicherung ausgenockt. Sehr gut. So richtig intelligent sind die Wildboys ja auch nicht, ne? Was mache ich denn? Was mache ich denn? Ich spring mal da hoch. Setz die Sicherung wieder ein. Ach, damit hätte ich ihn wahrscheinlich auch plätten können, ne? Gut, bevor ich hier rechts rausgehe, gucke ich erstmal noch, was da links oben ist. Au. Aha, wie vermutet. Dankeschön. Es müsste irgendwie eine Gesamtanzeige geben, finde ich, wie viele von diesen Sammlerstücken es überhaupt gibt in dem Level. Gut, dann haben wir hier wieder einen Fahrstuhl. Na? Okay. Mal gucken, wo es uns jetzt... Oh, das nehme ich mal mit. Ich werde es brauchen. Dafür zum Beispiel. Und diese Frachtkiste liegt da auch nicht ohne Sinn. Bin ich mir fast sicher. Oh ja, da oben sind schon wieder Dinger. Okay, ich lege das mal hier hin. Ich will wenigstens mal hier gucken, ob ich links noch was finde. Oh, das reicht nicht. Autsch. Da komme ich nicht hingesprungen. Komme ich denn wieder darauf? Oh Mann. Jetzt wird's aber knapp. Nein! Na gut, hole ich mir den Fahrstuhl wieder. Na? So, und die Frage ist, wenn ich hier so ein bisschen hochgucke, ob ich nicht da drüben hin will. Also,
benutzen wir mal, wahrscheinlich fehlen mir gerade diese 4 cm hier von der Kiste. Irgendwas, oh, knapp. Irgendwas gibt's da noch zu finden, ich bin mir sicher. Yippie, siehst du, genau, deshalb wollte ich da hoch. Weil hier gibt es ein Goldsammlerstück. Dankeschön. Komme ich zurück? Nein, natürlich nicht. Zu viel auf einmal gewollt. Rüste den G-Lifter aus. Ja, dann wollen wir mal gucken, wo das geht. So, die nehme ich mir mit, aus Prinzip. So, aua, 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 aua. Wie könnte das denn gehen? Vielleicht schnell. Haha, ihr Doofen. Gut, hier komme ich nicht weiter. Doch, komme ich wohl. Setze ich es zurück oder nicht? Kann ich den mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Okay, dann muss ich es zurück wieder setzen. Ah ja, dann geht auch die Tür auf. Sehr schön. Gut, hier ist wieder ein Terminal. Drücke E, um den G-Lifter aufzurüsten. Rock Blaster, when you really want to blow a hole into something, the Wild Boys are in for a surprise. Drücke linke Maustaste, um den Steinschmelzer abzufeuern. Yeah! Oh yeah, ich bin bewaffnet. Haha! Okay, now we are talking. So, hier komme ich nicht weiter wegen Rot. Wo habe ich was vergessen? Hier war ich da überall. Kehre zu Schacht 2 zurück. Okay. Da kann ich wieder nichts mitnehmen. Aber jetzt, hahaha, passt mal auf, Jungs. Yay! Sehr gut. Ja, genau. Yeah. Wild Boys meet Rock Blaster. Sehr gut. So, jetzt bin ich wieder angemalt, weil ich hier auch nicht durchkomme. Sprenge die Türsperren. Yeah. Sprenge die Türsperren. Ja, aber wohin, 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 wohin? Ah, da unten ist wieder einer. Okay. Also, dann komm mal her. Kann ich da durchfeuern? Nein, kann ich nicht. Das Ding ist aber grün. Das heißt, ich laufe da einfach hin und mache den platt, oder? Sehr gut. Und hier unten? Mein Freund, der Wild Boy. Yeah. So, ah, da ist noch einer. Okay. Meat Rock Plaster. So, kann ich das hier kaputt machen? Jawoll. Vielen Dank. Wo sind wir hier? Rette das Team. Ja, dann geht's weiter. John, do you read? I read you. How are you guys doing? I figured out our position. We're just below shaft 6, but number 4 has collapsed. Damn it. That means number 6 is unstable. It's too dangerous. It could collapse and kill us all. I need to call for help. Santa won't last that long. If I try to punch my way in there, shaft 6 might collapse. I can't take that risk. Okay. You know I'm right. Look, I'll fix the comm array and call for help, okay? Fine. Do it your way. Ja, do it your way. Also, repariere die Comm-Systeme. Also die Funktürme, die Kommunikationen. Dann gucken wir mal. Ach, ich sehe das gerade hier unten links. Der kann auch überhitzen. Seht ihr das? Okay, okay. Gut zu wissen. So, was ist denn bitte weiß? Weiße Kraftfelder blockieren alles. Also da kann weder ich durch noch irgendwas anderes. Okay. Hier oben ist eine Sicherung und da unten, also eine Sicherungssockel und da unten ist eine Sicherung. Den kriege ich jetzt aber hier nicht durch.
Hier komme ich nicht nach unten. Achso, ich kann ihn mir aber vielleicht holen. Also. Ach nee, kann ich nicht, weil weiße Kraftfelder blockieren alles. Das kann ich aufmachen. Dann geht's vielleicht hier erstmal weiter. Huh? Autsch. Vor die Klappe gesprungen. Sehr gut. Oh, da komme ich nicht hoch. Auch mit verminderter Schwerkraft nicht. Jetzt wird's ja mal spannend. Moment mal, wie kann denn das gehen? Also, ich komme hier nicht hoch. Ich komme hier nicht runter und ich kann das Ding nicht ablösen. Jetzt ist aber guter Rat teuer. Ich komme hier durch. Ah ja, dann geht's vielleicht hier weiter. Ja, hallo? Ihn juckt's. Nicht mehr lange. Gut, jetzt kann ich hier unten lang. Nehme ich die mit oder nicht? Ich nehme die mal mit. Mal gucken. So, jetzt kann ich hier lang und kann mir auch diesen Sockel holen. Und kann den hier oben einsetzen. Nee, komme ich nicht hin. Okay, dann werfe ich den erstmal dahin. Spring hinterher. So, was tut sich denn jetzt? Oh, jetzt geht da oben ein Fließband los. Aha. Okay, die fallen da einfach alle durch. Muss ich mir mal eine nehmen. Und wahrscheinlich hier hin auf die andere Seite stellen. Damit ich da hochkomme. Also so. Ah, knapp. Bleib hier. Na? Hält. Okay. Dann so, hier hoch, so, durch weiß rechts komme ich nicht, durch rot da komme ich auch nicht, aber ich kann das hier wegnehmen, okay. Gut, das heißt, ich muss jetzt gegen das Fließband da laufen und hier rum, aha, ich muss auf so eine Kiste, alles klar, na dann komm her. Auf so eine Kiste bitte, weil ich sonst nicht hoch genug komme. Mann, Depp. Gar nicht mal so trivial. Na, je. Yeah. Ach, und dann kippt die um, na sicher. So, aber jetzt, meine Güte. So, die Frage ist, au, Rockblaster. Da kann ich nicht durchschießen. Aber er zum Glück auch nicht. Okay. Also, orange ist noch was Neues. Orangefarbene Kraftfelder blockieren Waffenfeuer und Explosionen. Okay. Jo, es wird halt immer komplizierter. So, da oben ist so, tja, das heißt, ich muss doch meine Sicherung hier oben hinbekommen. Sonst komme ich hier nicht weiter. Kann ich da durchgehen? Ah, ich kann da durchgehen. Dann will ich mir das mal anders überlegen. Dann könnte ich ja einfach hochgehen und das erschießen. So, der kriegt auch gleich einen mit. Ach nee, der steht hinter dem Orangenen. Autsch. Okay. Oh, hier komme ich nicht weiter. Oh. Jetzt haben sie sich wenigstens selber erschossen. Auch nicht schlecht. Ich wollte eigentlich nur gucken, wenn ich diese Sicherung da rausziehe. Nice. Aber ich komme hier trotzdem nicht weiter. Das heißt, ich mache die mal lieber wieder rein, wenn ich kann.
reicht das? Nee, reicht nicht. Wie denn? Dann mal lieber so und die von oben einsetzen. Geht das? So, jetzt kann ich hier weiter. Okay. Da oben ist ein Goldstück. Da oben ist ein Goldstück und eine grüne Tür. Das heißt, da muss ich irgendwie hin, wenn ich die alle sammeln will. Ach, herrje. Okay, gehen wir erstmal runter. Da ist der nächste. Ja, ist ja gut. Gerade so. Okay, wie komme ich denn jetzt da hoch zu dem Goldstück? Wie komme ich denn da hoch? Das ist alles viel zu weit hier. Das heißt, ich muss doch drüben diese Tür aufmachen anscheinend. Also diese rote hier, wo die Sicherung ist. Hier komme ich nicht weiter. Ach. Ich möchte nicht drüber reden. Ach so, da kann ich mir die Sicherung holen. Das könnte ich ja auch versuchen. Sicherung ist ja wahrscheinlich gleich Sicherung, oder? So. Die kriege ich nicht, wenn ich Leitern steige. Das heißt, ich muss sie mir hier hinlegen. Ich weiß nicht, ob ich das Ding hier erstmal kaputt mache. Es nervt mich. So, dann falle ich jetzt diesmal bitte nicht hier rein. Nehm mir die Sicherung mit. Ach nee, Orangene blockieren alles, gell? Das heißt, ich muss die hier durch. Das geht aber auch nicht. Oder kriege ich die da oben durch? Na, so vielleicht nicht. Die fällt da durch. Sehr schön. Okay. Dann sind die Orangen nur für Explosionen und sonstige Sachen. Das heißt, ich kann hier eine Sicherung einsetzen und komme dann auch durch diese Tür. Ach, da ist auch noch so ein Explosionsteil. Na egal. Gut, dann habe ich das auch. So, und jetzt ist die Frage, sterbe ich, wenn ich hier runterspringe, auch wenn ich verminderte Schwerkraft habe? Oder bin ich leicht wie eine Feder? Ich bin leicht wie eine Feder, sehr gut. So. Speicherpunkt erreicht.